So, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen die Organisation kaputt und will noch ein paar Worte sagen. Und ich möchte, ich glaube, im Namen von allen anderen Mentoren und auch von mir bei den Menschen bedanken, die, bei denen man uns noch gar nicht bedankt hat jetzt, und zwar bei Mary, Stefan und Juka. Es war ein ganz tolles Wochenende und danke. So, okay. Wir haben das Projekt der Dynamic Transit, das ist eine Web-App, und mit der können Nutzer vom öffentlichen Nahverkehr dem Betreiber, also der Busgesellschaft zum Beispiel, Probleme melden oder Kritik anmerken. Ja, unser Ziel ist in erster Linie die Verbesserung von dem Nahverkehr, dass man dann halt auch zufriedener ist und ja, mehr benutzt und so weiter. Ja, und wir wollen dem Busunternehmen helfen bei der Qualitätssicherung, dass die Kunden von dem Unternehmen halt auch weiter damit fahren. Und ja. Ja, und mit unserer Web-App haben wir uns gedacht, wir wollen dem Nutzer eine simple und konstruktive Art geben, ihre Kritik dem Unternehmen weiterzugeben. Ja. Das war's mit der Präsentation, also mit der Folie. Und jetzt haben wir hier noch eine kurze Vorführung der App. Ja. Und zwar, wir haben es wie gesagt als Web-App programmiert. Das bedeutet, man kann sie quasi als Verknüpfung anlegen, aber sie wurde mit Web-Technologien geschrieben. Die App ist relativ einfach aufgebaut. Also es gibt genau ein Fenster, eine Single-View-App. Es gibt genau ein Texteingabefeld. Dann gibt es noch die Möglichkeit, ein Bild zu machen, zum Beispiel von einem Loch im Polster oder so, obwohl das nicht vorkommen sollte. Und anschließend gibt es noch die Möglichkeit, Ortungsdienste zu verwenden, beziehungsweise einfach die Zustimmung dazu zu geben. Das ist hauptsächlich dann nützlich, wenn der Verkehrsverbund wissen will, in welcher Linie saßen die Leute, die hier Kritik angemeldet haben, oder zu welcher Zeit war das. So muss der Nutzer nicht selber zum Beispiel gucken, was die Busnummer ist oder so, sondern er kann einfach sagen, ja, GPS-Ortung und fertig. Ja, also ich könnte hier jetzt zum Beispiel ein Foto machen, sagen wir mal von Ihnen, liebes Publikum. dann kann ich dieses Foto hier benutzen, auch wenn da nichts zu beanstanden sein sollte an Ihnen. und das kann ich dann absenden. Und dann gibt es noch eine schnelle Bestätigung und das war's dann eigentlich. Ja. Yep.